Jetzt, da ich wusste, womit ich es zu tun hatte, wurde die Umgebung wilder und seltsamer. So, als ob sie sich nicht länger darum scheren würde, normal zu wirken. Rollen, rollen, rollen. Das ist seltsam. Das ist gerade sehr, sehr seltsam. Ich wusste es. Sehr, sehr gut. Jetzt habe ich das alle ausgelöst. Hilfe! Gleich alle ausgelöst. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Ja. Eigentlich. Das ist doch jetzt hier nicht richtig, oder? Nein. Warum? Oh Gott. Hallo. Das war eindeutig zu spät. Das läuft richtig, richtig gut. Oh Gott, das muss man bestimmt auch nochmal machen. Ausgewichen bin ich. Ausgewichen wie so eine Gazelle. Ich komm nicht an die Rollen! Ich komm nicht an die Rollen! Alter, ist gut jetzt hier. Verpisst euch! Mann! Muss auf jeden Fall da lang. Das ist scheiße. Wert. Oh, mitten im Gespräch. Einfach mal so abgekackt. Na gut. Ja. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Da komme ich halt nicht lang. Hier sind wieder unsere Freunde. Aber jetzt haben die auch alles ausgelöst, oder? Komm schon. Komm schon! Oh, sehr, sehr gut. Liegt hier was für mich? Nein. Wie läuft? Alan, was ist mit dir los? Ich weiß nicht, wo lang. Ey, wir hier. Oh, ich wusste es. So, das war jetzt easy peasy. Gar kein Problem für mich. Ja, ich weiß, ich laber echt scheiße. Und ich laber auch heute echt wenig. Aber ich bin. Ich glaube, deswegen spiele ich auch heute echt scheiße. Ich meine nicht, dass ich es sonst besser spiele. Aber, naja. Man ist... Ich bin das von mir anders gewohnt. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich spiele ich immer scheiße. Gerade wieder bei Fallout festgestellt, dass ich gar nicht mal so gut bin. Oder zumindest ist es sehr, sehr hart mit scheiß Waffen. Ach ja, Fallout. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit mal so streamen. Einfach mal so wieder ein bisschen Smalltalk. Just for fun. Aber ich krieg's zeitlich nicht hin. Entweder das oder ich fühle mich nicht danach. Ein Loch. Alles klar, wir müssen ins Loch. Und warum ist hier schon wieder Feuerwerk? Warum? Das ist doch eine Falle, Leute. Was ist los mit euch? Oder ist das... Moment. Guck
Warum musste ich jetzt aber drei nehmen? Kann ich noch mehr nehmen? Oh, naja, egal. Komm, nimm so viel, wie es geht. Alles klar, wir haben 20 Stück. 20? Wie viel hast denn du genommen? Ich dachte, du hast nur drei genommen. Ich sehe nix. Assi TV ist schon wieder da. Verpiss dich. Scheiße. Na, komm. Nicht? Keine Schwiegertochter gesucht heute? Was ist denn da los? Kann ja wohl nicht sein. Oder Bachelor. Gymnastics Topmodel läuft ja auch wieder. Oh, ich bin up to date. Voll up to date. Aber hab keine Ahnung, wer, wie, was, wo. Oh oh, wir kennen das Geräusch. Alles klar. Das war noch nicht alles. Ich sehe ihn nicht. Ich bin gerade ganz froh, dass wir ganz, ganz viele Leuchtfackeln haben. Aber ich sehe ihn leider halt auch nicht. Jetzt. Oh, ich muss die Waffe da haben. Ich hab den Zettel geschaut. Komm jetzt her hier. Ich habe keine Zeit. Und ich habe verdammt viele Leuchtfackeln verbraucht. Ich darf nicht so viel rennen. Ellen ist ein alter Mann. Licht? Oh, hier ist überall Licht. Geilo, geilo. Sehr, sehr gut. Ich weiß nur leider gerade noch nicht, wo lang. Licht ist immer gut. Licht ist wunderbar. Da liegt was, aber ich komme nicht ran. Ah, das Licht wird doch bestimmt gleich wieder ausgehen. Wake musste durch ein Labyrinth laufen. Sinnlos im Krieg. Ja, ja, ich habe einfach keinen Bock auf jetzt? Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ellen, was ist denn los mit dir? Was ist los mit deiner Fantasie? Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, was das hier soll. Was ist das VW-Zeichen? Ich komme hier nicht hoch. Doch, jetzt. Ellen. Oh, das ist seine Schreibmaschine. Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist, was ich hier tue. Ah, da war, glaube ich, gerade ein Pfeil. Na, woll. Ja, woll. Aber was sagt mir dieser Pfeil jetzt? Oh Gott! Was? Ah, okay. Das ist eine alte Szene. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir sind auf jeden Fall auf einem Riesenrad. Muss ich jetzt hinterher springen? Wenn nicht, schlage ich dieses Spiel. Und auf ein neues, oder? Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sehen wir uns Ihren Kopf mal an, Mr. Wake. Gott. Bitte! Verflucht! Ich habe bitte gesagt! Ich brauche mehr Licht! Okay, okay. Wir werden also mit der Vergangenheit konfrontiert. Alles irgendwie strange. Warum eine Lüge? Und oh Gott, das ist überhaupt nichts für meine Motion Sickness, Leute. Absolut gar nichts.
komme ich hier nicht weiter? Ich komme hier gerade nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier lang muss, aber von da komme ich eigentlich. Oh. Weh, du stirbst jetzt. Ich fasse es ja wohl nicht. Wo bin ich? Ja, das kennen wir schon. Oh Mann, Alan, wir haben keine... Alan, hallo? Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Es ist auf jeden Fall strange. Warum ein Riesenrad? Verbindet er damit vielleicht irgendwas? Ich glaube, der Junge ist einfach wirklich krank. Ich hasse es, wenn es sich so dreht. Das ist gar nicht gut für mich. Nein, ohne Scheiß. Motion Sickness ist richtig kacke und das ist gerade absolut nichts für mich. Nichts. Die Dinger müssen weg. Ich warte noch. Ich warte, glaube ich, hier. Und jetzt, komm. Jetzt muss ich mich beeilen. Ja, super. Wir kommen voran, ja. Und jetzt? Ich muss doch nicht da runter. Ich habe keine Ahnung. Oh. Da lang. Ich muss da rein. Ich werde jetzt bestimmt sterben. Das sieht doch nicht vertrauenswürdig aus. Ah. Noch ein bisschen, dann haben wir's. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz, aber... Okay. Ja, jetzt haben wir das, aber... Was nun? Hier waren wir ja auch. Das war mit der Frau des Lichts. Ah, ach, die Tonne hat's versperrt. Alles klar, na sichi. Oh mein Gott. Hier ist nichts mehr drin. Kriege ich die auf? Ja, wollo. Ein Aufzug? Klar, warum nicht? Ja, warum nicht? Nächster Halt, Verstand. Sie schlagen sich tapfer. Weiter so. Es ist schwer, diesen Ort zu verstehen. Das ist ein Traum. Ein riesiger Ort, der völlig fremdartige Kräfte und Wesen beheimatet. Das ist dunkel. Ja, ich weiß nicht, was nach Ihrer letzten Begegnung damit passierte. Gibt es einen Weg hier raus? Manchmal können Übertragungen zwischen den Welten verschickt werden. Sie haben es selbst getan, aber den dunklen Ort verlassen... Ich weiß keinen Weg. Oh oh. What? Er kennt keinen Weg, aber will uns helfen. Stuckys Tankstelle. Nicht das, was ich unbedingt sehen wollte. Aber offenbar war ich nicht der auf dem Fahrersitz. Oh Mann, ich will ja auch nicht mehr hin, ganz ehrlich. Eine weitere real gewordene Erinnerung. Wake würde es nie schaffen. Der Wahnsinn um ihn war bereits ein Teil von ihm. In ihm, in seinen Taten. Er konnte unmöglich gewinnen. Er wollte es nicht mal. Doch. Ich möchte eigentlich gerne raus hier. Aber uns kann keiner helfen. Nein. Ach so.